Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen verwirrt. Auf der einen Seite argumentiert man, dass viele Influencer ihre Nähe zu den Fans ausnutzen, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Auf der anderen behauptet man aber, die eigene Vorbildfunktion nach Belieben an- und abschalten zu können. Es ist mittlerweile schon über 2 Jahre her, dass Simon Desue in einem Anflug an etwas, das für ihn wohl wie eine Erkenntnis wirkte, davon sprach, doch keine Vorbildfunktion zu sein und auch keine sein zu wollen, man könnte ihn doch vorher einmal fragen. Ja. Und über diese 2 Jahre hat sich diese Vorstellung meiner Erwartung zuwider tatsächlich gehalten. Letzte Woche veröffentlichten die Zwillinge von Worldwide Wohnzimmer ein Interview mit Montana Black, in dem er davon spricht, mit seiner abnormen Reichweite doch nicht automatisch ein Vorbild zu sein und sich aktiv dagegen entscheiden würde, wie eines zu handeln. Und fast gleichzeitig veröffentlichte Influencer und Musiker Dino auf Instagram ein Statement, in dem er davon spricht, kein Vorbild zu sein, denn dafür gäbe es ja die eigenen Eltern. Und da ist auch schon der größte Denkfehler. Der Satz, ich bin kein Vorbild, ergibt überhaupt keinen Sinn, denn er diktiert die Empfindung aller anderen. Es gibt einen kleinen, aber sehr wichtigen Unterschied zwischen ich bin kein Vorbild und ich handle nicht wie ein Vorbild. Man kann sich nicht dazu entscheiden, kein Vorbild zu sein. Vorbild ist kein Ausbildungsberuf, den man nicht ausüben muss, wenn man nicht will. Man wird, ob man will oder nicht, als Vorbild gesehen, selbst wenn man andere anbrüllt, man wolle das doch nicht. Dann vielleicht sogar erst recht. Denn ein Montana Black, der von sich selbst ständig behauptet, real und authentisch zu sein, wird gerade durch seine aufgelisteten Fehler und seine Imperfektion noch echter und als Vorbild für viele noch attraktiver. Je kompletter die eigene Person für den Zuschauer wirkt, desto näher fühlt er sich und desto wahrscheinlicher ist es, dass man mit seinem Verhalten auch auf andere abfärbt. Und das ist nicht auf Prominente beschränkt. Wer in der Gegenwart von Kindern Gewalt oder Unhöflichkeit vorlebt, ist in diesem Moment automatisch ein schlechtes Vorbild. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich daran, dass wir in unserer Kindheit gedacht haben, die Erwachsenen wüssten, wie das Leben funktioniert und wir würden es von ihnen lernen. Daher ist eine erwachsene Person, die sich in der Öffentlichkeit daneben benimmt, ein schlechtes Vorbild, auch wenn sie vorher beteuert, kein Vorbild sein zu wollen. Warum das jetzt im digitalen Raum anders sein sollte, müssen Monte, Deno und Desue mir nochmal erklären. Es wirkt auf mich leider eher wie der Versuch, den Vorteil ohne die Nebenwirkung abzusahnen. Man möchte ein großer, gefeierter Prominenter sein. Man will die eigene Berühmtheit erweitern und natürlich auch den eigenen Profit maximieren. Man ist beständig bemüht, den harten Kern der eigenen Followerschaft auszudehnen, die Anzahl aktiver Follower hochzutreiben und in jeglicher Hinsicht weiter zu wachsen, will aber nicht, dass man all die Leute, die man anspricht, emotional für sich begeistert und immer fester an sich selbst als Person bindet, mit dem vorgelebten Verhalten schädigen kann. Kurz, die Zügel ohne die Verantwortung. Die Argumentation ist dabei immer recht ähnlich. Wenn ich ein Vorbild sein würde, müsste ich vorbildlich handeln, aber das tue ich nicht, denn ich bin nicht perfekt, also entscheide ich mich dagegen und möchte keines sein. Wenn man einmal kurz darüber nachdenkt, ist dieser Gedanke die Lizenz, alles machen zu können, was man will, ohne jegliche Konsequenzen. Ich bin nicht perfekt, ich kann also gar kein Vorbild sein, also muss ich mein eigenes Handeln nur mit mir selbst vereinbaren. Solange ich es cool finde, mich öffentlich wie ein Vollidiot zu verhalten, ist alles supi, denn ich habe ja beschlossen, dass ein Vorbild für mich nicht in Frage kommt. Das ist die Aufgabe der Eltern. Das ist so wie das jeder macht mal einen Fehler-Argument. Ja, das stimmt, aber man sollte trotzdem bemüht sein, sie so weit es geht zu vermeiden. Es gibt keine Bonuskarte, auf der man nach 3 Monaten fehlerfreiem Handeln einen konsequenzlosen Gratisfehler geschenkt bekommt. Diese Argumentation ist der naive Gedanke, es gäbe die Du-kommst-aus-dem-Gefängnis-Freikarte im echten Leben. Es geht bei einer Vorbildfunktion nicht um zertifizierte Perfektion. Es geht darum, zu versuchen, sich so zu verhalten, dass man seinem Umfeld keine falschen Werte oder Handlungen vorlebt. Dass man das in 100%igem Ausmaß nicht schaffen wird, ist doch eigentlich jedem bewusst. Aber es geht darum, dass man es wenigstens versucht. Man selbst kann die Rolle als Vorbild nicht ablegen oder sagen, man wäre keines. Man kann sich nur dazu entscheiden, diese Rolle zu ignorieren. Das Ganze wirkt schon etwas durchsichtiger, wenn man statt ich will kein Vorbild sein, ich will mich nicht vorbildlich verhalten sagt. Denn das ist deutlich näher an der Wahrheit. Jeder ist natürlich der Entscheidung vollkommen freigestellt, vorbildlich zu handeln oder nicht. Jeder, der es aber nicht einmal versucht und sich dem Konzept von vornherein verschließt, nimmt willentlich in Kauf, Schaden an seinen Fans und Mitmenschen zu verursachen. Solange man das mit sich selbst vereinbart hat, kann man sich auf Twitter wie der letzte Vollidiot aufführen. Ist dann halt nur furchtbar schade.